Die EU hat ein Abkommen über Gaslieferungen mit Israel und Ägypten unterzeichnet. Das Abkommen sieht vor, dass in Zukunft mehr Erdgas aus Israel nach Ägypten transportiert, dort verflüssigt und dann nach Europa geliefert wird. Es ist bekannt, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine unsere europäische Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland offengelegt hat, und wir wollen uns aus dieser Abhängigkeit befreien. Wir wollen uns auf vertrauenswürdige Lieferanten umstellen, und Ägypten ist ein vertrauenswürdiger Partner. Israel liefert bereits seit 2020 Gas über Ägypten nach Europa. Um die Exporte nach Europa zu steigern, sind aber erhebliche Investitionen erforderlich. Von der Leyen sagte in Kairo zudem die Einrichtung eines Ernährungsfonds im Umfang von 100 Millionen Euro für Ägypten zu, sowie die Bereitstellung von insgesamt 3 Milliarden Euro für Programme zur Förderung von Wasserversorgung, Landwirtschaft und Ernährungssicherheit für die Region. Ägypten importiert 80% seines Getreides aus der Ukraine und Russland. Das Land ist besonders stark von blockierten Getreidelieferungen aus der Ukraine und gestiegenen Lebensmittelpreisen betroffen.